Ich würde mal gerne mit dir so über dieses Sicherheitsdenken, was wir ja alle haben, sprechen und was wirkliche Sicherheit ist. Mal anders durchleuchtet. Als ich heute Morgen so am Strand spazieren war und ja noch eine Weile da gehockt hatte und so aufs glitzernde Meer geguckt habe, habe ich mich so an mein früheres Leben zurückerinnert und habe gedacht, wow. Damals war ich so stolz auf diese Stelle, war so stolz darauf über den guten Verdienst und fühlte mich aber trotzdem irgendwie fehl am Platz und war trotzdem auf einer gewissen Weise unzufrieden, weil ich dennoch immer so das Gefühl hatte, auf gewisse Weise, ich laufe irgendwie dem Geld dennoch hinterher. Es ist doch nicht die Geldenergie da, dass wenn ich irgendwas machen möchte, es einfach machen kann, dass das Geld einfach auf dem Konto ist. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, wie viel Zeit ich am Arbeitsplatz verbracht habe für aus meiner damaligen Sicht viel Geld, aber dennoch gab es Monate, die einfach länger gedauert haben als das Geld. Und damals genauso wie du jetzt möglicherweise auch oder vermutlich auch, davon träumst, freier zu leben, selbstbestimmter zu sein, mehr Geldenergie zu empfangen, sodass Geld halt auch möglicherweise einfach immer da ist, wenn du es gerne hättest und wie du es gerne hättest und auch so raus möchtest aus dieser Gelebtwerden-Falle, aus diesem Hamsterrad, den Tag vorschreiben zu lassen, wann du irgendwo zu erscheinen hast oder was auch immer ein freies Leben für dich bedeutet. Und da würde ich dich mal gern dazu einladen. Schau mal, wenn das nicht möglich wäre, dann gäbe es ja da draußen Menschen nicht, die du beobachtest, wie unter anderem vermutlich mich und andere, die frei leben, die sich ihr Leben selbst gestalten, die sich ihre Se Zeit selbst einteilen, die sich dort aufhalten, wo es ihnen gerade gefällt, auf dieser schönen Welt, die mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit haben, was auch immer. Was aber nicht heißt, dass immer nur Freude, Spaß und Leichtigkeit da ist. Also auch in meinem Leben gibt es interessante Situationen, wo ich denke, oh, ist ja interessant, was habe ich mir da kreiert? Mit anderen Worten, auch ich bin nicht immer in dieser High Energy, dass ich sage, alles läuft rund, aber ich weiß ganz schnell, wie ich es wieder switchen kann. Und fühle mich niemals irgendwelchen Situationen ohnmächtig ausgeliefert, im Gegensatz zu meinem früheren Leben, wo ich mich sehr wohl vielen Situationen ohnmächtig ausgeliefert fühlte. So, worauf ich aber eigentlich hinaus will, dass das, was du in anderen siehst, sei es das freie Leben, das sie leben, sei es das Einkommen, wenn sie es offen teilen, was sie haben, wo du sagst, wow, wenn ich das Einkommen hätte, dann ist alles gut. Bei mir war das mal, als ich habe immer gedacht, früher, wenn ich mal 10.000 Euro im Monat verdiene, dann ist alles gut. Die Wahrheit ist, es geht immer weiter nach oben. Du wirst immer merken, wie du größer denken kannst und auch darfst, weil es immer nur die Begrenzungen sind, die wir uns selbst setzen. Sei es, dass du andere Menschen siehst, die in einer glücklichen Partnerschaft sind und du denkst, da ist auch noch Spielraum nach oben oder was auch immer. Du siehst die Dinge im Außen nur, weil es in dir auf Resonanz stößt. Und allein das ist ein Zeichen dafür, ein sicheres Zeichen, dass es auch für dich möglich ist. Sonst würdest du die Dinge im Außen nicht sehen. Sonst würde das an dir vorbeilaufen. Sonst wäre deine Aufmerksamkeit, dein Fokus gar nicht da drauf. Und das ist das Indiz, dass es auch in dir angelegt ist und quasi wie so, um dir ein Bild mitzugeben, was ich damit meine, wie so ein ungelebtes Potenzial in dir verborgen ist, was aber einfach ans Licht möchte. Mit anderen Worten, es ist alles in dir verborgen, es ist alles da, um dir dieses freie Leben, von dem du träumst, zu erschaffen, zu gestalten. Was möglicherweise noch fehlt, ist die Essenz deiner selbst, was dich wirklich in deinem Kern ausmacht, was wirklich dem Plan deiner Seele entspricht.
Vielleicht auch, dass du so vielseitig interessiert bist und deshalb gar nicht so richtig weißt, ja, in welche Richtung. Darf ich denn wirklich gehen und wie packe ich all meine Talente und Fähigkeiten zusammen, sodass ein wunderbares Ganzes entsteht? Der nächste Punkt ist, wenn es ja nicht möglich wäre, wirklich frei und selbstbestimmt sich ein Leben zu gestalten mit all dem, was für sich selbst dazugehört, also was für dich dazugehört, dann gäbe es da draußen ja nicht Menschen, die das leben. Das heißt, mit anderen Worten, wozu ich dich einladen würde, das auch mal zu hinterfragen, wenn es doch Menschen da draußen gibt, die du beobachtest, wie vielleicht mich, und du denkst, wow, das würde ich mir auch gerne ermöglichen. Das ist ja auch möglich für dich. Sonst würde das Universum dich nicht in die Richtung führen und du würdest es nicht sehen. Also mit anderen Worten, wie viel mehr kannst du dir mal bitte erlauben, das zu sehen, dass wirklich alles in dir vorhanden ist, was es braucht für ein freies Leben, ganz nach deinem Herzen, so wie du es wirklich möchtest, mit all dem, was auch für dich dazugehört, einschließlich auch der Geldenergie in der Menge, wo du sagst, wow, dann ist alles gut, dann bin ich tiefenentspannt, das hätte ich gern als sicheres Einkommen. Und da geht es natürlich auch darum, dass du dazu bereit sein darfst, wirklich deinen eigenen Weg zu gehen, mittelfristig, was nicht heißt, dass du jetzt heute ins kalte Wasser springen musst und dich von deiner beruflichen Situation trennen sollst. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mir nebenbei etwas aufgebaut, wo bis zu dem Tag X, wo ich gefühlt habe, so, jetzt ist der Zeitpunkt da zu springen. Jetzt ist eine Basis da, die habe ich mir aufgebaut, entsprechend dem Plan meiner Seele, was meiner Seelenessenz entspricht, um dann darauf weiter aufzubauen. Das hat alles verändert. Es mag Menschen geben, die sagen, ich muss ins kalte Wasser springen, ich kündige heute meinen Job, ich weiß zwar nicht, wie es weitergeht, aber ich kündige meinen Job. Dazu gehörte ich nicht. Ich brauchte die Sicherheit und wollte mir aber auch ein System mit meinem Herzensbusiness erschaffen, wo ich auch die Sicherheit habe, da ist ein stabiles Einkommen da. Und das sind alles Dinge, da du die im Außen bei anderen bis eben siehst, die sind auch für dich möglich, definitiv. Das ist meine Ermutigung für dich heute. Folge diesen Impulsen. Bekomm die Klarheit, was wirklich deiner Essenz entspricht. Und stell das mal alles in Frage, wo du bis eben glaubst, nur wenn ich das und das beruflich jetzt so weitermache, kann ich in der Sicherheit sein, kann ich mir ein sicheres Einkommen generieren. Weil Wahrheit, möglicherweise ist es bei dir auch schon, wie es bei mir früher auch war, dass die Seele schon auf der körperlichen Ebene die ein oder andere Botschaft schickt, um dich ganz liebevoll darauf hinzuweisen, hey, schau doch mal hierher, da ist so viel mehr in dir verborgen, als du bis eben lebst. Und erlaub dir doch mal mehr, deinem Herzen zu folgen. Ich habe gerade eben ein Gespräch gehabt mit einer wunderbaren Frau, wo es einfach auch darum ging, wie viel mehr können wir unserem Herzen folgen? Und das ist quasi so die Abkürzung, um großartige Dinge entstehen zu lassen. Nur der Kopf, der sagt natürlich, das klingt jetzt völlig unlogisch. Nee, das kann ich ja auf gar keinen Fall machen. Nur meinem Herzen folgen. Naja, hätte man uns das beigebracht, dass es wirklich darum geht, in dem Leben uns das Leben nach unserem Herzen zu gestalten, unserem Herzen zu folgen, diese Impulse zu bekommen oder nicht nur zu bekommen, die Impulse bekommen wir alle ständig. Die Frage ist nur, wie sehr nehmen wir sie wahr und folgen ihnen auch. Und dann können diese Quantensprünge auch entstehen im eigenen Leben und wundersame Dinge geschehen. Hinterfrag mal, Einladung an dich, alles das, was du bis eben für normal hältst. Und was wäre, wenn das Gegenteil der Fall wäre? Wenn das Gegenteil tatsächlich für dich möglich wäre? Fühl da mal rein. Und das kann ich dir sagen, ist definitiv alles für dich möglich, weil du es schon in dir trägst, weil da so viel mehr Potenzial in dir schlummert, als du es dir bis eben eingestehst, was eigentlich ans Licht möchte. Ja? Fühl da mal rein, fühl mal mit dem Herzen hinein, wie sich das für dich anfühlt. Und schau dir auch gerne mein kostenfreies Videotraining dazu an, wo ich noch drei Learnings mit dir teile, die ich auch mal
umgesetzt habe, was auch bei mir wirklich ganz, ganz viel verändert hatte in meinem Leben, im Hinblick auch auf das freie Leben. Du findest in der Nähe von dem Video den Link, klick drauf, schaust dir an und ja, kannst du es gerne kopieren und eins zu eins für dich umsetzen. In diesem Sinne, bis gleich im Videotraining. Ciao, ciao.